Der arme Apotheker hat die ganze Nacht durch Pillen und Pülverli und Sirup machen, die sie dann dem König bringen. Am Morgen, kaum hat es getaget, hat die Apothekerin ihren Mann am Arm gepackt und auf den Weg zum Schloss geschleicht. Der Fridolin und das Rägeri waren aber bereits ein schönes Stückchen gewandert mit ihrer Orgel. Das Rägeri ist schon ein bisschen ungeduldig geworden. Du, Papi, ist es noch weit bis aufs Schloss zum König? Du gefällst mir, Rägeri. Kaum sind wir losgezogen, meinst du, wir seien schon dort? Der König Adalbert hat ein riesig grosses Land. Es wird Herbst und Winter und wieder Frühling, bis wir auf dem Schloss sind. Ja, ich mag schon laufen. Oh, was meinst du, Papi, wenn wir den Preis bekommen? Wenn unsere Musik helfen soll, dann müssen wir es aus Freude machen und nicht zum Geld verdienen. Sonst wirkt sie kein bisschen. Unsere Zauberorgel. Sonst aber, hat der Fridolin gemeint, helfe ihm die Musik in allen Lebenslagen, was auch passiere. Das kann doch schliesslich jedem passieren, dass etwas schief geht oder verheit. Es kann beim Malen eine Zeichnung verschmieren, es ist ein Spielzeug vom Tisch runtergeht. Hast auf der Kilbe dein Sackgeld verloren, kommst einmal nach dem Spielen zu spät heim, gibt dir der Vater plötzlich eins in der Tore. Hast im Zeugnis im Rechnen es zwei, kommt auf der Schulreis unerwartet ein Gewitter, ist der Hustensirup grusig und bitter. Tu nicht jammern, tu nicht klagen, tu nicht heulen, nicht verzagen. Nur keine Sorgen, nur keine Wut. Mit ein bisschen Musik wird alles wieder gut. Sollte jeder Mensch im Leben eine Zauberorgel haben, die hat mir nicht vergeben, die ist für alles da. Man freut sich ganz im Keime, denn die Musik gibt einem Mut. Wie schön ist doch die Heime, wenn die Orgel spielen tut, dann klingen die Töne zauberhaft schön und alles, alles, alles wird wieder.